Hallo und herzlich willkommen im Vorgarten auf dem schönen Bänkchen neben unserer wunderbaren Grillstelle. Und zwar wieder mal ein bisschen Gier. In diesem Fall ein Rucksack. Moment. Zu sieht er so aus. Und das ist der aktuelle Tagestouren-Rucksack meiner Frau. Das ist aber ein Unisex-Modell. Das heißt, das muss nicht zwingend von Frauen getragen werden. Das muss nicht zwingend von Männern getragen werden. Das ist praktisch. Das finde ich grundsätzlich immer ein Vorteil, weil man so einen Rucksack ja vielleicht mal, wenn man sich verletzt, Schulter ausrenkt oder sonst wie jemand anders abgeben möchte. Oder man ist zum Beispiel jetzt kein allzu fitter Mensch, kommt den Berg nicht hoch, kann den Rucksack jemandem abgeben, der dankensweise den Berg wieder runterkommt und einem den Rucksack hochschleift. Habe ich in meinem Leben schon häufig erlebt, dass ich der war, der ihn hochgetragen hat, selbstverständlich. andersrum, ja doch, auch einmal. Einmal, ja. Ja, kam mal vor. Das muss man ja dann auch zugeben, wenn schon so ist. Ja, ansonsten, das ist eben also Punkt Nummer 1, ne? Unisex-Modell und ein Tagesrucksack. Tagestourenrucksack, sowas in die Richtung. Konzipiert ist das Ding also schon als ein Wanderrucksack. Der soll jetzt nicht unbedingt in die Stadt zum Einkaufen verwendet werden, kann man natürlich auch machen. Aber viele Details, die dran sind, schreien eben nach Wanderrucksack. Ja, zum Beispiel, und die Rückseite ist fast wichtiger als die Vorderseite, ist eben das Tragesystem durchaus auf längeres Rucksacktragen ausgelegt. Und gerade auch das Tragesystem ist meiner Meinung nach ein wesentliches Kaufargument für den Rucksack, ist eines seiner größten, Pluspunkte. Nochmal, ne, ursprünglich für meine Frau gekauft, ich habe ihn aber auch jetzt ein paar Tage getragen. Ich kann jetzt keine Langzeitreview anbieten, muss ich auch zugeben. Auch meine Frau hat ihn noch nicht so lange. Aber ja, wenn sich das Ding als hervorragend herausstellt, machen wir irgendwann nochmal einen Folgebeitrag fürs Erste. Auf jeden Fall sicherlich sehr zufriedenstellend. Ne? Also ihr seht, wir haben hier ein Netz. Von der Seite könnt ihr mal gucken, dann könnt ihr durchs Netz durchschauen. Beziehungsweise hier hinten so ein bisschen die Hand durchstecken und so weiter. Und dadurch, dass das hier nur ein Netz ist, und zwar ein wirklich, wirklich grobmaschiges, liegt das zwar am Rücken an, man schwitzt aber an der Stelle überhaupt nicht. Also die berühmte Rückenbelüftung bei Rucksäcken, die ist hier so maximal, wie sie nur irgendwie sein kann, heißt, das Einzige, wo man überhaupt irgendwie schwitzen kann im Rückenbereich, ist tatsächlich hier dieser Bereich des Hüftgurts. Da schwitzt man auch wenig. Auch der hat ja ein Netzpolster, wie man hier sehen kann. Drunter auch durchaus schön weich gepolstert. Für die Gewichte, für die so ein Rucksack ausgelegt ist, reicht das vollkommen aus. Das ist auch nicht sehr starr, lässt sich ganz gut verbiegen, relativ weich, aber übernimmt doch einen Großteil des Gewichts, was man sonst auf der Schulter tragen würde, und überträgt es auf die Hüfte. Und wie gesagt, hier dieser Bereich, da kann man im Grunde gerade hier am Rücken schwitzen, die kleine Ecke, hier nochmal die kleine Ecke, und dann halt je nachdem, wie breit der Rücken ist, beziehungsweise die Hüfte, umso mehr schwitzt man dann halt eben noch entlang des Hüftgurts. Das sind so die Bereiche, wo es dann im Sommer bei hohen Temperaturen ein nasses T-Shirt gibt. Aber auch wirklich nur da. Theoretisch noch an den Schultern, wirklich wo der Schultertrageriemen sitzt, kann man bei enorm schweißtreibender Aktivität auch leichte Schweißbildung beim Absetzen des Rucksacks feststellen. Aber der komplette Rückenteil, da ist wirklich trocken. Ja, und wem das wichtig ist, Menschen, die besonders viel schwitzen und wo es bei einer Tagestour jetzt auch eben nicht drauf ankommt, jetzt den leichtesten, tollsten, größten Rucksack zu haben, gerade Größe ist ja nun wirklich völliger Blödsinn, wenn man ja nur einen Tag lang unterwegs sein möchte, finde ich dann gerade für einen Tagesrucksack eine gute Rückenbelüftung ist schon Luxus. Ja? Ich persönlich brauche das zwar nicht, weil ich mich einfach nach Jahrzehnten daran gewöhnt habe, dass wann immer ich einen Rucksack trage, ich halt hinterher einen nassen Rücken habe. Es ist mir einfach egal. Aber wer das wichtig findet, klappt super. Ne? Auch bei mir. Also ich hab's auch getestet. Für mich ist der Rucksack dahingehend nicht ganz optimal, weil ich ein Hauch zu groß bin. Ich würde etwa sagen, so bis Leute bis 1,80 können den ganz gut tragen. Wenn man noch ein bisschen kleiner ist, ist das sicherlich von Vorteil. Und gerade für Leute, die, ja, keine Ahnung, die 1,70 nicht überschreiten, zum Beispiel manch eine Frau, ne, wäre das dann eine ideale Größe, würde ich sagen. Da passt das Ding tipptopp.
super gut. Ja, Rückenverstellbarkeit gibt es halt nicht und das ist ein Problem eben vieler Tagesrucksäcke, dass sie als Tagesrucksack nicht riesengroß sein sollen, aber nach Möglichkeit vielen Leuten passen. So, wie kriegt man das hin? Entweder man baut wirklich eine verstellbare Rückenplatte ein. Schwierig, weil dafür muss der Sack ja auch sehr lang sein. Das heißt, die Rückenplatte muss vom eigentlichen Beutel, den man da letzten Endes auf dem Rücken mit sich rumträgt, getrennt sein und nach oben und unten verschiebbar und quasi nur lose am Rucksack hängen und gar nicht fest mit dem verbaut. Was heißt lose? Es ist relativ große Trekkingrucksäcke, schwere Trekkingrucksäcke mit 75 plus Litern, gar 100, 120 Liter und so weiter und so fort. Die haben ja schon ein fest mit dem Rucksack verbautes Gestell, aber die haben auch immer eine Möglichkeit, eben die Höhe der Schultergurte entlang der Rückenplatte rauf oder runter zu schieben. Die ganz tollen Rucksäcke haben sogar noch eine Möglichkeit, ein bisschen den Hüftgurt zu justieren, wo der hin soll. Und bei sehr schweren und knopfhoffhaltigen Modellen kann man auch noch den Abstand der Schultergurte zueinander in der Breite justieren für besonders schmalschultrige oder breitschultrige Menschen. Weder das eine noch das andere hat einen besonderen Vorteil. Ne? Es geht einfach nur darum, dass einem der Rucksack gut passen soll. Ja. Das ist, wie gesagt, bei einem kleinen Tagesrucksack schlicht und ergreifend einfach nicht möglich. Einfache Lösung vieler Tagesrucksäcke, sie haben gar keinen Hüftgurt, weil dann muss der Hüftgurt nicht auf der Hüfte sitzen und die Schultergurte auf der Schulter sitzen. Das ist kein Problem, egal wie weit oben die Schulter ist. Und man trägt den Rucksack dann halt mehr oder weniger im Nacken und hat den ganzen unteren Rücken, ne, einfach frei, weil der Rucksack da gar nicht hinkommt. Ich mag das so ganz gerne, andere Leute nicht. Und wichtig ist halt einfach und schön ist, dass es trotzdem auch Tagesrucksäcke eben mit einem guten Hüftgurt gibt. Ist halt relevant für Leute, die zum Beispiel eine kaputte Wirbelsäule haben oder eine ledierte angeschlagene Wirbelsäule oder kaputte Schultern oder angeschlagene Schultern oder sonst irgendein Grund, weshalb sie auch bei nicht übermäßigen Gewichten das Gewicht bitte gerne vor allen Dingen auf der Hüfte tragen wollen. Und das funktioniert hiermit wunderbar. Also man kriegt bestimmt 90% vom Gewicht auf die Hüfte übertragen. Wenn man eben deutlich zu groß für den Rucksack ist, so wie ich, dann kriegt man nicht ganz so viel Gewicht übertragen, weil man es eben gar nicht auf die Hüfte schafft. Nicht ganz, sondern eher so ein bisschen auf den Bauch. Ne? Hängt auch immer von den persönlichen Proportionen ab. Es ist ja bei Rucksäcken, das darf man auch nicht vergessen, so wie mit Schuhen. Man muss einen Rucksack anprobieren, der muss einem persönlich individuell passen. Ich kann jetzt nicht sagen, das ist das tollste Rucksackmodell überhaupt und dann kommt irgendjemand mit einem anderen Rücken daher, zu dem der Rucksack halt nicht passt und findet den scheiße und ist dann sauer auf mich, weil ich den Rucksack empfohlen habe. Das ist wie Schuhe, ne? Die müssen passen. Nur, dass es Rucksäcke selten in verschiedenen Größen gibt, beziehungsweise manchmal schon, dass sie dann einfach ein bisschen mehr Volumen haben, weil einfach das Rückenteil insgesamt länger ist. Aber den hier gibt es, glaube ich, wirklich nur in dieser einen Variante. Wie heißt der überhaupt? Moment, das wäre vielleicht noch ganz gut zu wissen. Das ist der VD Jura 24. Jura, das eine Mittelgebirge der Schweiz. Sie haben das große Gebirge, ne, das mit dem A vorne dran, das so schnell nicht aufhört nach oben. Und sie haben noch das kleine Gebirge, das so mehr oder weniger ein bisschen an den Schwarzwald erinnert in der Zusammensetzung. Auch von der Höhe her etwa auf Schwarzwaldniveau. Ne? Das Jura, der Jura, die Jura, weiß ich gar nicht. Ist in der französischen Schweiz, die reden da eh komisch. Von daher ist das auch nicht so wichtig. Ja, da haben wir auch neulich mal einen wunderschönen Urlaub gemacht, kann ich nur empfehlen. Tolle, tolle, tolle Gegend. Egal. Jedenfalls, ja, wie der Name 24 schon sagt, hat das Ding 24 Liter. Und das ist für einen Tagesrucksack absolut ausreichend. Heißt, was kriegt man da zum Beispiel rein? Eine Jacke, eine Regenhose, ein Feschbar. Und hier jeweils was zu trinken. Zum Beispiel passt da rein eine 1,5 Liter Flasche. Plopp. Und ist dann auch angenehm tief in der Tasche drin, sodass auch beim Rumhantieren mit dem Rucksack, wenn man ihn nicht auf hat, die Flasche nicht gleich rausfällt. Ne? Ich würde sogar behaupten, in Ländern, wo es das gibt, man würde auch eine 2 Liter Flasche reinbekommen. Da muss man nur aufpassen, dass man innen im Rucksack den ganzen nicht ganz so fest packt, damit sich die Flasche auch ein kleines bisschen nach innen sozusagen ausdehnen kann. 1 Liter Flaschen passen perfekt, das ist sogar ideal. Die sitzen bombenfest und super gut und man kann, wenn man einigermaßen beweglich ist, also ziemlich beweglich ehrlich gesagt, auch an die eigene Flasche rankommen, während man den Rucksack noch auf hat.
aber nur, wenn man wirklich ziemlich beweglich ist. Aber das ist halt ein allgemeines Phänomen, dass die meisten Rucksäcke die Möglichkeit, an die Flaschenhalter ranzukommen, eben nicht haben. Man kann natürlich auch was anderes als Flaschen reinstecken, aber ich nutze diese Teile eigentlich ausschließlich fast immer als Flaschenhalter oder für Stativ. Das sind so die beiden nahezu in 99,99% der Fälle sich darin befindlichen Gegenstände. Ja, unter den Flaschenhaltern ist noch mal eine Extratasche. Die seht ihr jetzt hier. Ja, hier ist sie offen. Die ist recht flach. Das heißt, da braucht man nicht erwarten, dass man da wunderbar was reinbekommt. Insbesondere wenn man hier draußen noch eine Flasche hat, passt da nicht mehr allzu viel in diese Seitentäschlein rein. Das ist also wirklich nur was für Kleinteile, Müsli-Riegel, Salami-Sticks, kleine runde Käse in Wachsverpackung oder ja, was einem da sonst noch einfällt. Maximal vielleicht noch ein kleiner Regenschirm, aber dann ist auch gut. Ja. Dann gibt es noch ein Deckelfach und das ist zugänglich von hinten, was ich gut finde, weil wenn man den Rucksack abzieht und vor sich stellt, kommt man gut dran. Wenn jemand anders einem ans Rucksackfach gehen möchte, ans Deckelfach gehen möchte, ein Wanderkamerad, eine Wanderkameradin, dann kann man das auch ganz gut tun. Aber es ist auch nicht so, dass einem sofort jemand hinten das Rucksackrückenteil aufreißen kann und einem da alles klauen, was drin ist. Es geht, ist zumindest ein bisschen umständlich. An einem guten Taschendieb hält das natürlich nicht auf, ne? Wissen wir alle. Das Innenfach ist einfach ein großes, das Deckelfach ist einfach ein großes Deckelfach mit keinen weiteren Extrataschen. Finde ich auch gut, habe ich noch nie gebraucht. Und es gibt lediglich noch einen Schlüsselring, wo man dann eben zusätzlich noch seinen Schlüssel oder was anderes festmachen kann, was einen Karabinerhaken oder ähnliches hat. Der Schlüsselring hier, der ist auch leicht flexibel, das heißt, der ist offen. Ja, ich hoffe, das kann man sehen. Da kann man dann also relativ gut seinen Schlüssel anbringen. Finde ich ein schönes zusätzliches Teil und das ist auch echt ein nützliches Knopfhoff-Teilchen. Grundsätzlich gilt ja, je weniger extra Spaß am Rucksack dran ist, desto leichter ist er letzten Endes. Das Ding ist sehr leicht, ultra leicht würde ich für so einen kleinen Rucksack noch nicht sagen. Dafür hat er ja auch einen Hüftgurt, ein richtiges Tragesystem und eine hervorragende Belüftung. Aber er ist sehr, 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 sehr leicht. Im leeren Zustand wiegt er wirklich fast gar nichts. Ja, habe ich schon gesagt, was reinpasst? Genau. Jacke, Regenhose, Regenjacke, Regenhose, beides so ein bisschen kleineres Modell. Dann zusätzlich noch eine wärmende Jacke. Wie gesagt, dann noch unbedingt was zu essen, eine Thermosflasche und vielleicht noch eine Kamera, eine etwas größere. Etwas größere, ja, nicht ein Riesending mit 18 Objektiven. Ne? Und dann ist er mehr oder weniger auch voll vom Innenfach her. Man könnte, wenn man da mit Ultraleicht-Equipment unterwegs ist, gerade so vielleicht eine Übernachtungsausrüstung reinbekommen, aber dann eben kaum noch Proviant, also wirklich nur noch ein paar Müsli-Riegel. Aber ja, das ist so ungefähr 24 Liter. Ne? Ich sage immer als Übernachtungsrucksack 30 Liter Minimum. Mehr geht immer, selbstverständlich, ja, mehr haben auch die meisten, aber 30 Liter wäre so das, was ich so gerne hätte, Minimum, plus, also beziehungsweise diese 24 Liter Angabe ist inklusive Deckelfach, ja, und inklusive dem ganz bisschen Volumen dieser Seitentaschen da, wie gesagt, nur für Kleinteile, ne, und ja, damit ist er schon nicht riesig, muss er ja aber auch nicht sein, ja. Es ist halt ein Kompromiss, es ist ein toller, toller Wanderrucksack für denjenigen, der nicht vorhat, draußen zu pennen. Selbstverständlich passt noch ein Telefon rein und so weiter und so fort. Ah, und es gibt auf der Vorderseite hier noch eine Trekkingstockhalterung. Da passt auch ein paar Trekkingstöcke rein. Ne? Also man zieht sie hier durch das obere Schlaufelchen, das untere Schlaufelchen macht man dann da drüber und so weiter und so weiter. Und hier oben kann man sie dann zusätzlich noch festzurren. Ne? Also auch Trekkingstöcke nochmal separat befestigbar, was ich auch nochmal eine schöne, nützliche Sache finde. So. Da muss man auf jeden Fall noch sagen, VD als Marke ist eine deutsche Marke. Für wen das interessant ist, ja, dass man mal ein bisschen national kauft, kann man ja mal machen. Schadet nicht. Und ist tatsächlich mit einer der nachhaltigsten Herstellern von Outdoor-Ausrüstung überhaupt. Oder vielleicht sogar der nachhaltigste Hersteller. Bedeutet, jedes VD-Produkt besteht mindestens zu 50% aus Bio- oder Recyclingprodukten. Im Fall dieses Rucksack ist er also mindestens zur Hälfte aus recyceltem Kunststoff. Ich habe jetzt auch nichts gefunden, was darauf hinweist, dass er mehr Recyclinganteil enthält. Aber hey, ne, das ist doch immerhin schon mal was. Verarbeitung ist großartig.
Da gibt es keinen einzigen losen Faden. Das sieht alles wirklich perfekt aus. Absolut tipptopp. Wunderschön. Ich mag übrigens auch sehr die Farbe. Die Farbe heißt Woodland. Also ich finde die wirklich sehr hübsch, muss ich sagen. Ist auch mal ein bisschen, ja, nicht ganz so taktisch, aber auch trotzdem unauffällig. Finde ich wirklich eine sehr, sehr schöne Farbe. Und da ich beim Wandern meiner Frau ja auch gerne mal zwingend auf engen Wegen von hinten sehe, weil man nicht nebeneinander laufen kann, führt das dazu, dass ich das auch ganz nett finde, wenn sie einen schicken Rucksack auf hat. Zumal man ja auch irgendwie ein gewisses Fail für Outdoor-Ausrüstung entwickelt hat. Und das ist so eine der wenigen Dinge, wo mir die Optik nicht völlig egal ist. Ne? Aber gut. Jedenfalls, ja, was gibt es da noch zu sagen? Achso, er hat auch noch hier die Möglichkeit, eben die Hüftgurte an zweierlei Stellen zu verstellen. Wir haben hier einmal Lagekontrollriemen. Damit kann man, wenn man sehr klein ist, den Rucksack zusätzlich an die Schulter noch ein bisschen fester dran zurren. Oder das Ganze hier ein bisschen lockerer machen. Dann hängt das auch gerade auch bei großen Leuten, kann das von Vorteil sein, weil wenn jetzt die Schulter zum Beispiel hier oben hängt, dann ist der Rucksack ein bisschen eher eng an der Schulter, als wenn man das hier besonders anzieht, dann ja, kann man auch machen, muss man experimentieren. Einfach mal ausprobieren, verschiedene Einstellungen hier durchgehen, was einem am besten passt. Klein, groß, je nach eigener Körpergröße. Und die Dinger hier sind relativ lang, das liegt einfach daran, dass ein großer Mensch die recht weit hier oben hängen hat. Der Rucksack hängt dann recht tief am Rücken, damit es eben im Hüftgurt noch funktioniert. Und drum sind auch die Strippen, die hier befestigt sind, eben entsprechend lang. Und man kriegt hier wirklich einen großen, auch für einen großen Oberkörper, genügend Platz sozusagen hin. Einen Brustgurt gibt es auch noch, wo man den dann auch noch vor der Brust quasi zusätzlich verschließen kann. Ich nutze sowas nie, deswegen habe ich es bisher vergessen. Nachhaltigkeit hatte ich erwähnt. Faire Arbeitsbedingungen grundsätzlich, faire Löhne für diejenigen, die das zusammengenäht haben. Ist nicht unbedingt made in Germany, das nicht. Schon made in irgendwo, aber wirklich unter bestmöglichsten Bedingungen. Und VD räumt in der Hinsicht wirklich einen Preis nach dem anderen ab für besonders nachhaltige Produktion, für besonders grüne Produkte. Und das ist schon super. Nett finde ich übrigens außerdem, der Rucksack hat noch eine Regenhülle, komme ich gleich noch zu. Und er ist wasserdicht bepinselt, ausgestattet, besprüht, was auch immer. Aber ich habe jetzt leider kein Wasser da, nur schwarzes Wasser und das sieht ein bisschen doof aus. Aber sobald man da jetzt irgendwie was Wassermäßiges drüber gießt, das perlt sofort alles ab. Jetzt ist der auch noch relativ neu. Das wird im Laufe der Jahre irgendwann verloren gehen. Das kann man dann allerdings auch wieder reaktivieren. Das Ganze nennt sich, das hat einen Namen, Moment, stand hier drin. Eco-Finish. Und selbstverständlich ohne PFC, also ohne Perfluorcarbon-Verbindung, sondern mit nachhaltigen Krempel, also nichts, was der Umwelt schaden würde. Das hat man auch wirklich langfristig untersucht, ob das denn der Umwelt schadet, also auch nichts Permanentes. Sprich, das findest du hinterher nicht im Meereis der Antarktis, was da an Wasserschutzausrüstung draufgeschmiert ist. Und ja, also es ist schon ein sehr, sehr nachhaltiger Kauf. Ich glaube, die nächste Regenjacke, die ich mir zulege, jetzt habe ich ja gerade erst wieder eine neue, die hat leider auch noch Standard an die Nass-Ausstattung drauf. Schwierig. Ich habe schon ein bisschen schlechtes Gewissen, aber ja, gab halt nichts Vergleichbares mit Öko-Wasserschutz. Ne? Achso, ja, Regenhülle hier unten. Hier gibt es ganz unten am Hinterteil sozusagen noch einen Reißverschluss und da findet man die Regenhülle. Die muss ich jetzt nicht drum machen. Die ist in einer schönen, sichtbaren Farbe. Es ist halt kein taktischer Rucksack. Ne? Man möchte gern, wenn es regnet und man über die Straße geht beim Wandern, nicht überfahren werden und darum ist man dann halt besonders sichtbar, gerade wenn das Wetter eine Sichtbarkeit zum Vorteil macht im Straßenverkehr. Ne? Und da das auch für Touren in Deutschland vor allen Dingen, denke ich, viel ausgelegt ist und jetzt weniger fürs Wildniswandern, das geht ja auch gar nicht mit einem Tagesrucksack, da musst du ja irgendwann mal zwischendurch übernachten, theoretisch auch als Hüttenrucksack verwendbar, aber ich denke, da ist eine gutfarbige Regenhülle definitiv die bessere Idee. Ja, bla bla bla, kennt ihr ja und das ist der Rucksack. Ja? Also ich finde den wirklich, wirklich klasse. Der ist halt echt hübsch, ne? Also mir gefällt er.
Was er gekostet hat, habe ich vergessen, irgendwas über 100 Euro, ist halt ein Markenprodukt. Die sind halt gleich mal so teuer, ne? Da muss man halt nur mal mit leben. Und dafür kriegt man was Nachhaltiges, also so nachhaltig, wie man überhaupt nur kaufen kann bei Autoprodukten. Es mag vielleicht noch irgendwo eine Firma geben, die noch nachhaltiger produziert. Irgendein toller Hersteller, auch aus der Schweiz, aber die produzieren in der Schweiz super nachhaltig, super öko, unbezahlbar. Also wirklich unbezahlbar, wenn er jetzt nicht Elon Musk sein kleiner verschollener Bruder seid. Ja, so, und dementsprechend habe ich mir gar nicht gemerkt, wie die Firma heißt. Das war's. Wirklich ein sehr, sehr schöner Rucksack. Und ja, vielleicht, wenn dann gerade jemand einen Tagesrucksack sucht und sagt, man möchte mal was richtig Nachhaltiges, was richtig Tolles kaufen. Zum Beispiel, ja, vorausgesetzt, ihr seid nicht ungefähr so groß wie ich. Ich bin 1,89. Ja, dann würde ich eher davon abraten. So bei 1,75, okay, absolut, drunter sowieso. Ja, also, tschüss, macht's gut.